Äste über Stock und... Oh. Nein! Wir haben es gefunden! Herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep hier auf Let's Multiplay. In der letzten Folge haben wir bereits gesehen, dass wir uns ein kleines Boot gecraftet haben, was hier vorne noch am Strand steht und darauf wartet, benutzt zu werden. Das Wetter sieht jetzt auch besser aus. Leider Gottes, was heißt leider Gottes, eigentlich ist es ganz gut, es gab ein Update. Wir spielen jetzt in der Version 0.02 und es gibt einige neue Sachen. Ich muss kurz mal rüber gucken. Und zwar gibt es jetzt ein Temperatursystem. Das heißt, das Temperatursystem läuft im Hintergrund und es basiert auf der Pazifikregion, also auf den originalen Wetterverhältnissen in der Pazifikregion. Und ja, das haben wir das, genau, es fühlt sich halt länger an, wenn das alles kalkuliert wird, das Ganze. Also das heißt, wir gewöhnen uns langsam an die Temperatur. Und dann gibt es zum Beispiel noch neue Kreaturen. In dem Fall gibt es jetzt Schildkröten, einen Stingray, dazu dann noch einen Black Tip Reef Shark, also ein Riffhai. Dann haben wir den Lionfisch, also einen Löwenfisch. Und einen Clown Triggerfisch gibt es auch noch. Dazu ein paar neue Schiffswracks und wohl auch Plane and Ship Bow. Mal gucken, ob hier auch Flugzeuge jetzt neuerdings liegen. Müsst ihr gleich mal schauen. Wir können jetzt eine Tür craften. Das ist auch ganz gut für unser Haus. Und wir können uns Kleidung craften. Sowie eine einfache Bandage. Müssen wir einfach mal gucken. So, und wenn ihr euch wundert und denkt, okay, ich habe jetzt auch das Update, ich spiele Stranded Deep vielleicht auch. Und die ganzen neuen Sachen liegen hier irgendwie noch gar nicht. Oder gibt es hier noch gar nicht. Zum Beispiel den Riffhai. Dann liegt es daran, dass ihr das Biotom wechseln müsst. Das heißt, also ihr müsst erstmal ein bisschen rausfahren auf eine neue Insel, damit das alles neu gespawnt wird. Das gucken wir uns das Ganze mal an. Es wurden noch ein paar kleinere Sachen gefixt. Das sehen wir dann auch gleich noch im Spiel. Der Fuel Tank, also der Bootmotor, soll jetzt wohl auch... Ja, soll jetzt nämlich auch Benzin benötigen. Mist. Haben wir ja einen Jerrycan, haben wir ja hier. Hoffentlich ist da noch Benzin drin. Gucken wir mal. Jetzt können wir nicht mehr starten. Super. Weil wir kein Benzin haben. Danke, Update. Shit. Gucken wir mal, ob da irgendwie Input. Drop, Use. Ach R. Besser, wenn wir R benutzen. Ah. Ich habe gerade schon einen kleinen Moment Angst gehabt, dass wir den Bootmotor nicht mehr benutzen können. So, und wir steuern jetzt mal da vorne auf diese Insel hier zu. Den Zaun müssen wir also machen. So. Mal gucken, wie schnell wir sind. Ja, schon fast ein Speedboot hier. Sehr schön. Auf jeden Fall sind wir schneller als beim Paddeln. Das ist definitiv. Wir steuern jetzt hier vorne mal auf die Insel zu. Die Haie doch direkt durch unsere Schiffsschraube in 1000 Stücke zerfetzt. Ja, doch ordentlich Speed hat das Ding schon. Wackelt zwar noch ein bisschen hier. Ich habe auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein gerade. Was haben wir hier? Nee. Ja, da ist schon die nächste. Wir sind ganz schön viele Haie. Ja, das Verhalten der Haie soll auch angepasst worden sein. Das heißt, sie sollen sich mehr natürlich verhalten und auch ein bisschen aggressiver sein. Schauen wir mal, ob das denn auch stimmt. Hier ist es bestimmt ein Riffhai hier, ne? Gucken wir mal. So. Und? Oder ist das Charlie? Ja, das ist immer noch Charlie, also macht der Tiger Shark. Okay, aber das ist ja kein Problem. Jetzt überlege ich, ob wir auf der Insel hier schon waren. Wobei, hier liegen noch Steine rum. Also vermutlich waren wir hier noch nicht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, als könnten wir... Ah, man muss jetzt R drücken. Linke Maustaste funktioniert nicht mehr. Sondern man muss auf der Uhr die Taste R drücken. Damit man dann sehen kann, wie es uns so geht. Und wir brauchen jetzt hier ein paar Kokosnüsse erstmal. Klack, 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 klack. So. Ja, sind die runtergefallen? Ach, super. Okay. Also die linke Maus, das funktioniert nicht mehr. Müssen wir hier mal einstellen hier. So. Und
Und zwar use track ist Maus 1, rotate Maus 2. Okay, machen wir Default. Das sieht besser aus. Use ist jetzt Maustaste 0, okay. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Das heißt, wir mussten die Tastatureinstellung einmal zurücksetzen. So, jetzt trinken wir mal ein bisschen was. Geht doch noch. Wahrscheinlich gerade ein bisschen geleckt. Können wir die noch trinken? Ja, können wir noch. Okay. Jetzt geht die linke Maustaste auch wieder. Ich nehme alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Wir müssten oder mussten nur einmal die Tastatureinstellung zurücksetzen. So, jetzt essen wir ein bisschen was. Es gibt leider Gottes noch keinen craftbaren Rucksack. Was natürlich ideal wäre. Für unsere Bedürfnisse. So, ein bisschen Hunger haben wir immer noch. Also werden jetzt die Kokosnuss hier nochmal köpfen. So. Mal schnell trinken hier. Nichts verschenken. Ich bin auch gespannt, wie dieses Temperatursystem hier auswirken wird. Ob wir wirklich irgendwie dann einen Sonnenstich kriegen oder so und wie sich der Sonnenstich dann noch auswirken wird auf uns. So, ich glaube, hier waren wir schon auf der Insel. Ich habe auch schlauerweise nicht geguckt, in welche Richtung wir gefahren sind. Also welche Himmelsrichtung. Ja, hier waren wir definitiv schon. Aber wir haben hier ein paar Sachen liegen lassen. Und oh, hier liegt noch ein Rock. So. Mal gucken. Und ich habe auch noch was anderes sehr Interessantes herausgefunden. Und zwar können wir aus Seewasser, also aus dem Meereswasser hier, können wir auch normales Trinkwasser herstellen. Dazu bräuchten wir aber erstmal einen Eimer. Und wer die Folgen hier von Stranded Deep bei uns verfolgt hat, wird wissen, ein paar Eimer hatten wir schon zwischendurch mal. Leider haben wir die immer liegen lassen. Deswegen gucken wir mal, ob wir jetzt einen Eimer finden, den wir dann auch verwenden können. Vielleicht liegt hier im Schiffswrack noch einer drin. Das wäre natürlich ideal. Wenn hier jetzt noch einer drin liegt, oder drin liegen würde. Aber ich habe so fast die Befürchtung, dass hier keiner mehr drin liegen wird. Dass hier auch keiner war. Oder? Jetzt müssen wir hier auf das Wrack hier drauf kommen. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Achso, letztes Mal bin ich wahrscheinlich hier irgendwo rübergeschwommen, oder? Oder ich habe mich hochgeglitscht. Das hätte natürlich auch sein. Na? Hallo? Bitte springen. Will nicht springen. Will nicht so, wie wir heute wollen. Unser kleiner Tom Hanks Bear Grylls Verschnitt. Ja, und auch eine andere Sache, die ich ja in den Videos auch schon mal angesprochen hatte. Unser Fuel Tank, also um unter Wasser zu atmen, ist jetzt auch nicht mehr unendlich nutzbar. Das heißt, er ist irgendwann einfach leer und wir können ihn nicht mehr verwenden. Ach, da liegen noch unsere Stöcker vom letzten Mal. Och, jetzt komm, ey. Jetzt können wir hier rauf. Wahrscheinlich muss ich mit dem Boot einfach mal ranfahren hier. Ich fahre mit dem Boot einfach mal ran. Sonst nur merken, wo wir angelegt haben. Aber das können wir gleich mit dem Kompass gucken, in welche Richtung unsere Hauptinsel liegt. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir vielleicht eine Map anlegen können. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ups. So. Und zwar müssen wir in Richtung 219, 220 ungefähr. Okay. Das sollten wir hinkriegen. So. Lass mal jetzt hier ausparken. Rum, rum. So. Dann legen wir hier vorne einfach mal an. Bremsen, bremsen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wie ist das, wenn ich sie jetzt festgepackt habe? Motor aus. So. Gut. So kann man also auch Boote betreten. Dann nehme ich Sticks mal mit hier. Und sonst haben wir hier aber leider Gottes auch nichts drin. Schade. Mal alles zu machen, das wäre auch nicht die beste Idee. Was haben wir hier noch? Noch mehr Sticks. Auch mal einsammeln. Ja, hier liegen noch ein paar Steine rum. Vom letzten Mal. Schön, dass wir ihn mitnehmen, oder jetzt mitnehmen können. So, Tür zu. Da oben ist der Loot nicht respawned. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Boot hier runterkriegen. Erstmal wieder. So, runter von meinem Schiff.
Du Schiffswrack. So, hallo. Ich würde das Boot jetzt gerne betreten, um wieder zur Hauptinsel zurückzufahren. So. Läuft. So gesagt 220, ne? Ja, 220. Oh, ich bin wieder raufgefahren. So. Ja, Richtung 220 ist ganz gut. In Topspeed zurück. Oh, da war noch ein Schiff, da war noch ein Schiff. Halt. Ab ins Wasser. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Oh, ist das ein schön großes Schiff hier. Fantastisch, was haben wir hier dann? Eine Leiter. Den nehmen wir auch nochmal mit, falls wir unseren alten verlieren. Propeller. Machete haben wir schon. Flashlight, okay. Flashlight, Flashlight, Flashlight. Komm. Ah, eine coole, schöne Taschenlampe. Jetzt müssen wir trotzdem wieder auftauchen, bevor wir verrecken. So. Bisschen Luft schnappen. Und wieder abtauchen hier. Ich frage mich, ob die Flashlight überhaupt funktioniert. Ah, da ist unser Bucket des Seawater. Stecker mal raus hier. Eine Axt, das haben wir hier noch. Pocket Knife brauchen wir nicht, okay. Irgendwas übersehen hier? Ne, jetzt schnell raus mit dem Eimer. So. Und jetzt können wir wieder abtauchen. Gucken wir mal rein, ob wir wirklich nichts übersehen haben hier. Sieht aber gut aus. Oh, Charlie ist schon wieder da. Ich höre ihn noch schon wieder. Oh, das ist auch nicht Charlie, oder? War das Charlie? Das ist das Charlie? Ne, doch, das ist Charlie. Der sah ziemlich groß und mächtig aus. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen Angst gehabt im kleinen Moment. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch ein Eingang. Also ohne Luft ist das hier schon ziemlich schwierig. Finde ich zumindest. So, hier kommen wir nicht rein. Okay. Kommen wir um die Ecke. Kommen wir auch nicht rein. Ich glaube, da haben wir das ganze Boot gelootet. Ausgelootet. Das ist auch ganz gut. Machen wir mal vorbeifahren. Jetzt kommt, mal gucken, ob wir jetzt raufkommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Nein! Drüber gelaufen. Sehr schön. Da wollte ich wieder zu viel. So. Jetzt sind wir drauf. Sehr schön. So. Ruder an. Kompass in die Hand. 220. Das ist dann die Insel hier vorne. Bevor es dunkel wird. Top Speed zurück. Ja, es gibt eine kleine Idee. Ich würde jetzt, wenn wir eine Karte anlegen könnten hier. Und zwar könnten wir ausgehen von der Hauptinsel. Ich zeige euch das gleich mal. Ich zeige es in der nächsten Folge auf jeden Fall. Eine kleine Map-Erstellung hier. Was ist denn jetzt passiert? Wieso bin ich denn jetzt abgesprungen? Okay. Fragt mich nicht, warum ich das Boot verlassen habe. Es war nicht meine Absicht. Anscheinend wollten wir gerade noch ein bisschen schwimmen. Ich will doch nur zurück zu meinem Lager. Und euch zeigen, wie man Wasser herstellt. Somit werden wir nie wieder verdursten. So. Um. So, bremsen. Motor aus. Damit die ganze Nacht läuft. So, ins Campfire. Nee, so ein Stock rein. So, die schmeißen wir mal hier hin. Steine, haben wir irgendwo Steine noch liegen? Natürlich, das waren die letzten Steine, die wir vorhin aufgebaut hatten. Sehr gut. So, wir machen das Feuer mal an. Zack. Können wir das Wasser auskippen? Ja, wir können es auskippen. Wir sehen es auch. Wir verlieren ein bisschen am Wasser. So. Jetzt habe ich ja das getrunken. Oh, du Idiot, ey. Ah, toller Plan, das zu trinken. So, wir müssen jetzt ganz ins eintauchen. Wir sehen jetzt, das Wasser füllt sich hier im Eimer. Und können den jetzt hier drüber hängen. Wunderbar. Jetzt brutzelt das Wasser ein bisschen, wird also abgekocht und es wird gleich zum trinkbaren Wasser. Und dazu brauchen wir eigentlich nur eine Wasserflasche, die ich vermutlich weggeworfen habe, ich Idiot. Mist. Wobei ich glaube, wir können, wenn wir es gerade richtig gesehen haben, können wir auch aus dem Eimer direkt raustrinken.
Tja, also liebe Leute, wenn ihr abstürzt und ein neues Game startet, schmeißt die Wasserflasche bloß nicht weg. Keine gute Idee, die wegzuschmeißen. Ja, wie wir gerade nämlich gesehen haben. Ah, gucken wir kurz, gucken mal, ob die. Ah, die funktioniert. Licht. Licht. Da muss gedrückt halten, okay. Na, du kleine Krabbe. Mr. Krabs ist auch hier, oder? Ja, einen Schatten haben wir immer noch nicht, wie wir gerade sehen. Hier. Immer auf die Taschenlampe zu sehen auf der linken Seite. Und du kommst jetzt mal mit. Mal gucken, ob wir die auch lebend über dem Feuer rösten können. Oh, werfen wollte ich nicht. Ja, komm mal mit hier. So. Ich vermute es fast zwar nicht, aber wir wollen auch nicht barbarisch sein. Mal gucken. Knusper, knusper. Nein, sie scheint noch lustig, sich davon zu bewegen. Stirb! So. Ah, unser Wasser ist fertig. Sehr schön. Haben wir jetzt was getrunken? Sieht ganz danach aus. Und wir sehen jetzt hier Bucket Fresh Water. So. Was passiert, wenn wir jetzt den Eimer ins Wasser reintauchen? Jetzt haben wir wieder ein Bucket Seawater. Gut. Also, das funktioniert. Wir können den einmal mit dem frischen Wasser, wenn wir ins Wasser ins Meer reintauchen, dann bleibt er nicht frisch. Also bleibt es kein frisches Wasser, sondern es bleibt in diesem Fall dann oder wird dann wieder zum Meerwasser, was aber auch durchaus realistisch und normal ist, was ich auch ganz gut finde. So, wir räumen hier ein bisschen auf. Wir haben auch noch, wir sehen, vier Engines hier noch rumliegen und noch einen Fuel Tank. Das heißt, wir können uns noch ein Boot bauen, theoretisch. Ich wollte jetzt aber als erstes eigentlich mal eine Foundation bauen. So, Crewtherme. Dazu brauchen wir wahrscheinlich immer noch ein paar Sticks. Die werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen ernten hier auf der Insel. Das sagt man so eigentlich unsere Anzeige. Ach, wir haben Hunger. Ja, da müssen wir ein bisschen Feuer nachlegen hier. So. Wurzel schön weiterkrabbeln. Wir hatten hier noch irgendwo einen Baumstamm liegen. Ja, da lag noch einer. Den teilen wir jetzt erstmal auf. So, hack, hack, hack. Sehr schön. Ja, einige kleine Soundsachen wurden auch nochmal gefixt. Also die Sound Improvements. So, Hammer. Oh, die Krabbe ist fertig. Sehr schön. Nom, nom, nom. Sehr schön. Uns geht's blendend, gesundheitlich zumindest gesehen. Aber wir haben mittlerweile 5 Tage überlebt. Und es ist immer noch keine Rettung in Sicht. So, Foundation. Bauen wir uns mal hier irgendwo eine hin. Wir bauen uns die mal jetzt hier vorne irgendwo hin. Bisschen höher gelegen. Ja, wo passt die am besten hin? Stellen Sie mal hier hin. So. Sehr schön. Das heißt, wir werden da noch ein bisschen was dran bauen. Zumindest werden wir es versuchen, was dran zu bauen. Dazu brauchen wir aber definitiv noch mehr Sticks, die wir jetzt gleich sammeln werden. Erstmal legen wir uns jetzt hier schön schlafen. Speichern natürlich vorher nochmal. Nicht vergessen. Immer schön fleißig speichern. Und legen und schlafen. Mal gucken. It's just another day in paradise. Oder so ähnlich. Ja, wir haben natürlich wieder Hunger und Durst nach dem Schlafen. So, den Bucket Seawater hängen wir jetzt mal hier über das Campfire. Ist die Lantern schon kaputt? Oh, Moment. So. Nein, sie funktioniert noch. Sehr schön. Akkus haben wieder aufgeladen. Na, hallo. Und es reflektiert auch nicht mehr so stark auf dem Sand, wie ich finde, persönlich. Was ich auch sehr gut finde. Wir werden jetzt uns mal. So, wo sind wir? Gestern sind wir in diese Richtung gefahren. Auf diesen Inseln waren wir auch schon. Fahrt euch mal zu dieser Insel hier. Und zwar liegt die bei 230. So, wo waren? Achso, Moment, wir hatten noch Durst, ne? Ja, Hunger und Durst hatten wir noch. Dem sollten wir natürlich mal nachkommen und ein bisschen was essen. So, und was trinken wir natürlich auch noch. Da zeigen wir die Kokosnüsse erstmal noch auf, die wir noch haben.
Durst haben wir jetzt keinen mehr. Sehr schön. Und noch ein bisschen Hunger. Aber dazu sind die Kokosnüsse ja da. Einfach in zwei Hälften teilen. Bacardi-Feeling genießen, so ungefähr. Und nochmal verspeisen. Sehr schön. Hunger ist weg. Ist das Wasser fertig? Bucket Seawater. Okay, nein, ist noch nicht fertig. Jetzt haben wir so ein bisschen Feuerholz nochmal nachlegen hier. So. Die Taschenlampe werden wir heute nicht brauchen. Haben wir denn noch irgendwas schön? Ah, jetzt ist das Wasser fertig. Nein, nicht auskippen. So. Und wir hängen nochmal eine Krabbe drüber. Das ist nämlich, also kleiner Tipp, nutzt wirklich jede Gelegenheit, wo Feuer brennt, aus, um euch Essen und Trinken herzustellen. Haben wir noch Durst? Nein, haben wir nicht. Gut, haben wir noch irgendwas im Inventar, was wir nicht brauchen? Ja, das Feuerzeug. So, sehr schön. Jetzt fahren wir zur anderen Insel rüber, endlich. Gib Gummi. So. Rafting, also ein bisschen Speedboat haben wir. 130 haben wir gesagt, ne? Ja, 230. Also kommt in diese Richtung. So. Geben wir einmal ein bisschen Gas hier. Es wackelt immer noch. Schon wieder. Ach was. Ich wollte gerade sagen, ist da jetzt irgendwas Mysteriöses, aber es war nichts. Da ist unser Boot. Man darf also auf dem Boot, also auf dem Motorboot, nicht zu tief nach unten gucken, denn sonst fällt man nämlich einfach runter. Zumindest, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das war zweimal schon so. So, Motor an. 230 war unser Kurs. Ja. Also nicht zu tief runter gucken ins Wasser, sonst fallt ihr runter. Oh, da war ein Hai. Aber Charlie macht jetzt keine Angst mehr. Denn den zerfetzen wir einfach hinten mit unserer lustigen Schiffsschraube. Das Spiel ist auch ein bisschen auf Zungenbrecher ausgelegt. Schiffsschraube und Schiffswrack. Aber ist noch harmlos. Das geht dann noch so halbwegs. So. Da ist die Insel. Sehr schön. Bremsen, bremsen, bremsen. Waren wir hier schon? Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir hier auch schon mal waren. So. Weil nee, hier liegen noch Steine rum. Steine, Äste, über Stock und... Oh. Nein! Wir haben es gefunden! Ein kleiner Hinweis auf... Hier, na, wie heißt der jetzt hier? Tom Hanks. Ne? Castaway. Da ist nämlich das lustige FedEx-Paket. Heißt in diesem Fall Dead Eggs. Sehr lustig, machen wir rüberfahren. Das hat die Eigenschaft awesome. A Mysterious Package. Ich glaube, aufmachen können wir es nicht, oder? Hm. Na, was wird das Vorschaubild? Sehr schön. Ja, wir haben das mysteriöse Paket gefunden. Was uns auf dieser Insel noch so alles erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Stranded Deep. Dann nehmen wir das Paket auch mal mit auf unsere Hauptinsel. Und hoffentlich finden wir Wilson auch nochmal. Achso, ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Neuer Haarschnitt, ja. Neuer Haarschnitt ist auch da. Die Haare sind ein bisschen kürzer geworden, wie man hier so ein bisschen sieht. Fühlt sich auch besser an beim Aufnehmen, definitiv, ja. Wie gesagt, wenn euch die Frisur gefällt, gebt gerne ein Like ab. Wenn euch das Video gefällt, gebt auch ein Like ab. Da unten gibt es Kommentare, falls euch die Frisur nicht gefällt. Und abonnieren nicht vergessen. Auch wenn euch das Video nicht gefällt, einfach da unten einen Kommentar rein. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, wir spielen in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mit Charlie, der da hinten irgendwo gerade rumschwommen oder rumgeschwommen ist. Den werden wir auch noch mal ein bisschen über ein Feuer braten, das definitiv. Und vielleicht finden wir auch noch mal Wilson, also den Volleyball. Ne? Vielen Dank bis zum Zuschauen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Let's Multiplayer.